super nice. Da bist du ja wieder. Nur beim Sumpfdrachen ist es halt immer noch dasselbe Problem. Ich kriege ihn nicht immer auf Anhieb tot mit dem Feuerring. Es klappt, es ist einfach, glaube ich, Zufall. Es ist einfach zufallsbedingt, ob das klappt oder nicht. Muss man hoffen, dass es sehr schnell geht. In letzter Zeit habe ich es ein bisschen auf eine andere Art und Weise gemacht und da hat es recht gut immer funktioniert, aber natürlich auch nicht immer zu 100%. Ich verstehe es echt nicht. Ich hab gewusst, dass es nicht klappt. Ich stand falsch. Ich hab's gesehen, Mann, aber ich war mir nicht sicher. Ja, ich bin wieder geil gelandet. Ich glaube, wenn ich so nah lande, brauche ich noch nicht mal mehr wirklich speichern und laden klicken. Perfekt, nice. Okay. So, drauf gucken, was ich zu Lema sag. Was ist eigentlich schneller? Ich glaube, Tauchen war schneller, ne? Als das normale Paddeln da. Das normale Schwimmen. So, jetzt nicht zu eilig sein hier. Das Mikro ein bisschen drehen hier. So. So, Lema, aber jetzt. 200 bitte. Nicht mehr und nicht weniger, obwohl mehr wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber na gut. Doof ist, am Ende spricht mich immer dieser Typ da, dieser rauchende Kerl an. Also, so gegen Ende, wenn ich schon den Speedbug und so drin habe, kostet es leider ein bisschen Zeit, aber ist jetzt halb so wild eigentlich. Also, die Zeit habe ich alles durch diesen Katapult-Bug wieder reingeholt. Okay. So, jetzt kaufen wir einen Snapper mit, einen anderen können wir es eh nicht mehr weiterkaufen. Und den Drachensnapper noch. Den Drachensnapper verwendet man dann für den Vulkandrachen da. Okay, das ist alles nur teilweise eher wieder so ein bisschen Übung. Wenn es dann natürlich am Anfang perfekt klappt, dann soll es so sein. Aber es wird... Oh, ja, das war schon wieder ein bisschen komisch. Da ist wieder. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Haben wir nicht mal einen Schaden richtig gemacht. Ja, doch ein bisschen, aber gerade viel. Nein, wo ist dein Degen, Bro? Ah, okay. Den Glitch da durch diese Türe habe ich immer noch nicht wirklich geübt oder sowas, deswegen probiere ich ihn nicht. Der sollte aber eigentlich nicht so schwer sein, um den zu schaffen. Es sieht auf jeden Fall nicht schwer aus. Ich hoffe immer, dass ich hier gut durchkomme, ohne dass die Tante mich anplappert. Ach. Ich glaube, da muss man so heftig hochrushen. Nicht einmal stehen bleiben, dann redet sie vielleicht nicht mit einem, wenn man es wirklich perfekt schafft.
Bisschen concentrate. Muss ich jetzt nicht so viel klicken, Mann, das macht dann richtig fertig. Das Klicken tut so weh irgendwann in der Hand. Am Anfang natürlich nicht, aber wenn man ewig auf die Taste hämmert, dann wird es halt nicht so angenehm. So. Diesen Bug hier, wo man mit dem Feldräuber ein bisschen schneller runterkommt, also ihr wisst schon da, wo man durch die Wand durchgeht, habe ich auch schon geschafft, aber sind wir mal ehrlich, so viel Zeit spart es jetzt auch nicht. Ein bisschen schon, aber wenn man es halt verkackt, wegen diesen paar Sekunden da, mir persönlich juckt das nicht, wollte ich sagen. Deswegen mache ich es lieber auf die Standardart und Weise, wie ich es immer gemacht habe. Weil da muss man dann ziemlich links an die Wand gehen. Mache ich aber nicht, wie gesagt, sondern einfach hier ganz normal. Da ist halt dann das Problem, ich könnte mich bei der Zurückverwandlung, stehe ich nämlich gerade unten. Und hier, auf diese Art und Weise, muss ich halt immer noch runterspringen. Und sonst stehe ich gerade unten, das geht halt schon ein bisschen schneller. Aber die Chance, dass man es verkackt, ist natürlich auch wieder ziemlich hoch. Oder eigentlich nicht, aber wenn man es nicht kann, dann ist hier hoch. Die soll mich am besten nicht hauen, das wäre nicht so geil. Oh nee, der schlägt mich. Oh Gott. Könnte sein, dass die Keiler mich deswegen umbringen jetzt. Mist, ich sollte doch den Trank am Anfang mitnehmen. Oh shit. Warte, dann muss ich das anders machen, ich mach das anders. Warte. Ich raise einfach noch den Käse hier kurz ein bisschen, damit ich mehr Leben habe. Leider esse ich den jetzt in Zeitlupe, das ist nicht so gut. Die Keiler dürfen mich nicht umbringen, sonst ist bei der Zurückverwandlung bleibe ich wieder stehen und kann wieder nichts mehr tun, weil sie meinen Geist ermordet haben. Sie verfolgen mich nämlich schon wieder, ich sehe es. Ich hoffe, ich bin schnell genug, ohne dass sie mich umbringen. Passiert eigentlich recht selten, aber irgendwie in letzter Zeit ist mir doch recht häufig passiert. Aber gut, klappt ja. Anscheinend. Diesmal laufe ich hinten rum bei den Welträubern. Weil sonst kesseln sie mich immer wieder ein und das ist nervig. Boah, der Bildschirm ist schon wieder so dunkel, Alter. Extra dafür gesorgt, dass es nicht so dunkel ist. Ich bin ziemlich schnell gewesen, das ist nice. Ach scheiße, ich habe vergessen beim Mikrofon die Rauschunterdrückung auszumachen. Gut, somit hört ihr den Ventilator weniger, aber meine Stimme wird dadurch ein bisschen schlechter. Das Mikrofon ist dadurch halt ein bisschen schlechter. Die Qualität vom Mikro irgendwie. Nicht so viel schlechter, aber trotzdem. Ich möchte gerne gute Qualität. Jetzt spricht er mich an, oder?
Ja, es war so klar. Ach Mann, schade, dass ich nicht so vorbeigekommen wäre. Hätte ich mir nochmal den Anfangsfail nochmal ein bisschen gespart. Mit dem Katapult-Bug. Verdammt, was ist los? Hey! So, jetzt kommt die neue Methode. Wir nehmen jetzt keinen Golem, sondern wie gesagt einfach nur den Drachensnapper. Das geht erheblich schneller, aber wirklich erheblich schneller, ey. So. Nur nicht sterben hier, das wäre ganz nice. Oh fuck. Was habe ich jetzt für ein Blödsinn gemacht? Hätte ich mich jetzt verwandelt, dann wäre es eigentlich auch nicht so schlimm gewesen, aber... Hier kommt es aber darauf an, wo ich mich verwandle. Wenn ich mich zu weit oben verwandle, steht mein Geist wieder da. Deswegen mache ich das immer kurz vor den Feuerwaran. Hier. Folgen mich keine Orks, die mich dann im Hintergrund umbringen können oder sowas. Und jetzt zieht euch das rein. Zieht euch das mal rein. Was für ein Unterschied das macht. Unglaublich, Alter. Und das war's. Warum nicht am Anfang gleich so? Jetzt brauche ich den... Wo ist er? Lurker und den. Geh rein. Oh. Hier würde ich gerne noch die Methode mit dem Schaf verwenden, aber... Ich hab halt kein Schaf gerade, außer... Nee, ich hab nur ein Schaf leider. Ich kann es nicht hierfür raus, sondern ich brauche das an einer anderen Stelle. Komm her. Oh nein, die Snapper greifen an. Oh je. Ein Mist viel weniger. Hey! Mein Geschwindigkeitsrang sollte jetzt, da ich den Drachen so schnell erledigt habe, bis zu dem Kollegen, also zu dem Paladin ganz unten, auf jeden Fall locker reichen. Deswegen müsste ich keine Sorge haben, dass der eben hier gleich leer geht oder so. Oder noch viel länger sogar, bis ich wieder in Korinus bin, reicht er mir. Ist wahrscheinlich noch. Bin mir da nicht ganz sicher. Jetzt habe ich das Problem. Muss das hier reinnehmen. Weg, weg, weg. Ja, nein. Ja doch. Okay. Jetzt pass auf. Oh, jetzt mein Speedtrank weg. Ja, großartig. Direkt vor den Wölfen. Jetzt kommt hier wieder Bild, ja, neues Kapitel und so. Jetzt geht's natürlich sofort weg. Das ist das Nice da in dem Marvel-Mode. Hä? What the fuck? Hä? Ich hatte gerade keinen Speedtrank mehr drin. Jetzt habe ich trotzdem wieder einen, obwohl ich den Trank nicht getrunken habe. Was? What? Hä? Okay. Das ist mir noch nie passiert.
Wie habe ich das gemacht? Hä? Bin ich jetzt blöd oder was? Ich habe keinen Trank getrunken, ne? Ich hatte ja nur zwei. Alles klar. Nice. Nur herausfinden, wie das ging und dann... Perfekt. Was laufen die beide jetzt denn hier rum, Alter? Das und das. Das hätte er auch selbst wissen können. Oh nein, Mann, da draußen läuft ein Suchender. Scharf. Und jetzt nehmen wir hier den normalen Snapper mit und natürlich den hier. 4, 5. Okay. Ach nee, Alter. Geh mir aus dem Weg. Wo lang läuft der? Ich weiß es nicht. Nach da. Okay. Okay. Kommt das Schaf. Mittlerweile habe ich die Stelle hier auch ziemlich gut raus. Einfach so sehr gut im Kopf drinnen stehen. Könnte gehen. Ich riskiere es. Ja, nice. Sieben und sechs auf sechs der Snapper. Okay. Schön, dich zu sehen. Warum kann ich das nicht skippen, Alter? Manchmal kann ich skippen, manchmal nicht. Versteh's nicht. Wir brauchen Angst, wir brauchen Einfrieren. Ich brauche den, den, den und den und das war's auch schon. Okay. Ich hab's immer noch drauf. Problem ist halt, jetzt verwandle ich mich in den normalen Snapper. Davor habe ich mich ja in den Drachensnapper verwandelt. Das Problem ist... Wenn die mich jetzt treffen, diese Banditen da unten, vor allen Dingen die harten Banditen, die könnten mich sehr, sehr schnell umlegen. Deswegen muss ich da richtig schön slalommäßig durchrushen. Natürlich nicht hier oben verwandeln, sonst legen die mich hier um. Besten wäre es, wenn ich sogar noch einen Heiltrank oder sowas hier nehmen würde, aber gut. Probieren wir es. Ziemlich risky gerade, aber... Also bisher bin ich noch nicht gestorben, aber sie machen auf jeden Fall einem normalen Snapper extrem viel Schaden, die Typen. Ich könnte gewone-shottet werden, sozusagen. Von Torloff oder Tormund oder wie der Typ nur heißt. Tormund Riesentod. Da ist wieder eins von diesen Dreckviechern. Was will das Ding denn hier? Ich dürfte mich nicht einmal treffen am besten. Das könnte sehr fatal enden. Komm, lauf. Nice. Thoros hieß er, glaube ich, jetzt. Wie hieß der nochmal? Ich habe gerade den Namen nicht richtig lesen können. Was will das Vieh denn hier? So, jetzt muss ich mich aber richtig hinstellen. Moment. No way. Ach, kommt schon, Mann. Ah, das kostet jetzt wieder Zeit. Warum hat es nicht geklappt? Komm, bitte. Ah, je, meine. Wieso zum Geier komme ich denn jetzt da wieder nicht durch, Mann? Och komm, lass es nicht gewesen sein jetzt. Das kostet Zeit, ey. Junge, gehst du mal bitte jetzt durch diese Scheiße durch? Ich hasse diesen Ort eigentlich. Wenn ich mit dem Snapper nicht durchkomme, ich hasse es wirklich. Er will einfach nicht durchgehen. Mich verarschen, oder? Ich glaube, das ist RIP. Was soll die Scheiße eigentlich, Mann? Ja, danke schön, Alter. Das hat so viel Zeit gekostet, du. Das kann ich gerade wieder vergessen. Oh, please.
Oh Mann, das regt mich wieder richtig auf ein bisschen. Ich reg mich ja nur selten auf eigentlich, aber es nervt halt. Warum bin ich jetzt da wieder nicht durchgekommen? Da muss ich noch mal ein bisschen rumprobieren. Egal, ich bin immer noch schneller als meine PB bis jetzt. Selbst mit diesem Fail hier. Bei meiner PB habe ich auch nicht gerade viel... War ich auch nicht gerade viel schneller. An dieser Stelle auf jeden Fall. Und ich habe ja noch den Katapult-Glitch perfekt gut hinbekommen eigentlich. Bin perfekt gelandet, also... Die Zeit könnte immer noch gut werden. Also zumindest PB. Warum stirbt denn der Kerl nicht gerade beim ersten Flug? Er muss immer erst noch einen Schlag kassieren. Dankeschön. Hallo, ich sehe nichts. Okay. Ja, okay, Geschwindigkeitsrang ist hier weg gerade. Ich war also nicht sonderlich schnell. Krieg ich dich doch noch? Nachher bei der Suche mit dem Auge Innos, ich muss mir das ein bisschen angewöhnen, viel mehr Runen aus dem Inventar gerade auszuwählen. Es geht nämlich auch deutlich schneller. Anstatt, dass ich die da immer wieder raussuchen muss und so. Gerade am Anfang alle, die ich brauche, raussuchen und so. Aber das ist gar nicht mal so leicht irgendwie, wenn man so ein bisschen unter Druck steht. Was trinke ich denn jetzt hier einen Trank, Alter? Oh, come on. Blitzschlag. 1, 2 und tot. Auch mit dieser Magie-Scheiße. Gut, hier ist jetzt noch nicht so schlimm. Was nehme ich immer diesen Scheiß-Trank, Alter? Egal, nicht so schlimm. Nice wäre es, wenn ich jetzt noch an den Typen vorbeikomme, ohne dass sie jetzt mit mir reden. Das wäre super nice. Hier, der Kerl will mit mir reden und Mo will mit mir reden, weil ich Lemas Schulden noch nicht beglichen habe. Okay, gibt's was Neues? Warte mal. So, nicht mit Mo reden. Kann ich auch hier rein? Oh, perfekt, da redet nicht der Kerl mit mir. Super. Super. Jetzt bin ich mal eins weiter vorne reingegangen. War nicht so gut. So. Einfrieren und das. Geh bloß! Sorry, dass ich gerade nicht so viel rede, aber ich versuche mich jetzt mal krass zu konzentrieren. So. Was du nicht sagst. Da brauche ich keinen Trank, warum trinke ich ihn denn trotzdem, Mann? Blitzschlag, perfekt. Ich hoffe, ich habe seine Ware gerade angeguckt, ne? Habe ich seine Ware angeguckt? Ja, wir werden sehen. Ja, habe ich. Hey, du. So, jetzt muss ich das so machen. Moment. Das. Oh fuck, ich hab den Trank noch nicht getrunken. Okay.
So, hier brauche ich jetzt auf jeden Fall Taverne und Angst. Und das war, glaube ich, erstmal. Oh, Hafenstadt noch. Kann ich gleich oben reinmachen. Hey, XYZ Gaming, was geht? Alles cool, alles klar. Alles supi-dupi. Ja, Hafenstadt hätte ich noch gebraucht und Xardas. Gleich dann. Xardas mache ich jetzt am besten auch noch gleich hier rein. Das muss jetzt so super schnell gehen. Diese ganze Auswählen und sowas. Also Hafenstadt und Xardas brauche ich noch. Machen wir jetzt gerade hier. Hafenstadt und Xardas. So. Hafenstadt war jetzt 5 hoffentlich, ne? Nicht, dass ich da ewig rumsuchen muss. Ich glaube 5 war es. Nein. Da. Oh, jetzt redet Mo aber mit mir. Da kann ich jetzt nicht entkommen. Mo, nee, Mo hat nicht mit mir geredet. Holy fuck. Okay. Bin so hart vorbeigerusht, dass Mo das noch nicht mal kapiert hat. Ah, fuck. Zwei, drei. Jetzt muss ich wieder zur Taverne. Taverne war 4. Ja, Taverne war 4. Speedtrank weg. Holy fuck. Xardas war 7. Machen wir mal Xardas rein. Jetzt gleich hin. Mana reicht noch hoffentlich. Sollte eigentlich. Ich habe jetzt so viel Mana-Tränke rausgehauen. Mega unnötig, aber gut. Das ja so kommen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Als nächstes wieder Taverne und Angst. Immer dran, hey. Immer dran denken. Taverne und Angst. Jetzt erstmal hier ewig klicken, bis mir die Hand wieder wehtut. La 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 la. Du bist jetzt richtig nice in der Zeit, ey, eigentlich. Warte mal. Moment, hier nochmal mit dem reden. No, ah doch, okay. Piruka weigert sich. Ah, Taverne. Kein Scheiß bauen hier. So, Angst habe ich auf 5, okay. Gleich Kloster. Fax habe ich jetzt nicht reingenommen. Das hätte ich danach reinnehmen sollen, nachdem ich Xardas. Obwohl, es braucht keine Zeit, das auszusuchen. Sobald ich es schnell finde im Inventar oder so, dann geht das. Hey! Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Das will doch keiner mehr. Oh no! Von mir so, ja. So, jetzt Kloster, wo ist es? Hier. Und dann wieder Taverne. Mach ich gerade schon mal rein hier. Uiuiui. Das könnte eine gute Zeit werden. Ach, hätte ich nur diesen Fail mit dem Snapper nicht gehabt. Ah. Gut, vielleicht reißt der Sumpfdrache wieder raus, indem ich ihn endlich mal wieder mit 2 Hits kill, anstatt hier den Dämon immer herzuholen.
Das Gute ist, ich bin jetzt noch mehr abgesichert, als ich davor war. Wenn was schiefläuft, habe ich zwei Dämonen an meiner Seite. Also einmal für den Steindrachen, der eigentlich nicht mehr schief gehen sollte, obwohl vorhin bei meiner Übung was schief gegangen, und den Sumpfdrache, weil da brauche ich ihn am meisten noch. So. What? Alter, Vatras. Not bad. Hey. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. So, speichern. Da hab ich immer Schiss, Mann. Ich mach's lieber mit Autosave. Ich hab immer Schiss, dass ich versehentlich das Falsche anklicke oder so. Ein Mistvieh weniger. Seid ihr mal fertig mit eurem Scheiß-Kindergarten hier, ey. Wenigstens rennt Vatras nicht da vorne wieder in der Pampa rum. Ein Mistvieh weniger. Komm. Pyrokar, danke. Ein Mistvieh weniger. So, dann hauen wir mal hier ab, ne? Hau ich das hier. Das hier. Eiswelle und Scavenger. Wo ist das Scavy? Da. Hä? Oh, falsch. Nein, jetzt habe ich ein bisschen getrödelt beim Einpacken des Zaubers. Aber es ist halb so wild. Ich glaube, ich könnte auf die Art und Weise locker vielleicht unter 40 Minuten kommen, wenn alles super fehlerfrei verläuft. Am Anfang habe ich halt... Oh, scheiße, was mache ich da für ein Bullshit, Alter? Ich muss mich zurückverwandeln. Gut, halb so wild, aber... Am Anfang habe ich den Katapult ein bisschen verkackt. Weil ich muss ja zweimal versuchen oder so. Und halt das mit der Tür gerade eben. So, das. Das hier. Weg damit. Das hier. Nein, schrumpfen und... Wo ist er? Da ist er. Ich verstehe es nicht. Warum kriege ich bitte Erfahrung? Ich verstehe es wirklich nicht. Warum kriege ich denn da Erfahrung? Wenn die Typen doch den Blutfliege killen, warum kriege ich dann bitte die Erfahrung dafür? I don't know. Hier läuft immer noch alles genau gleich wie am Anfang immer. Also den ändere ich nicht. Beim Sumpfdrachen mache ich es mittlerweile so, dass ich ein bisschen öfter um ihn drum herum renne. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die Lösung ist, aber somit habe ich es öfter geschafft, ihn mit dem Feuerregen zu killen. Keine Ahnung warum. Wenn ich genau vor ihm stehe, dann funktioniert es irgendwie nicht immer so. Ich probiere es dann nochmal so. Vielleicht müssen die... Dürfen nicht so viele von diesen Echsenmenschen im Umkreis sein beim Drachen. Vielleicht... Wird dann der Schaden geringer, den er bekommt oder sowas, könnte ich jetzt vermuten. So, 4 und 6. Nein, 6 und 4. Komm, Fingret. Feuerregen und Wolf. So, da habe ich auch ein bisschen was geändert. Weil da habe ich auch öfter mal ein bisschen verkackt. Mittlerweile mache ich das auf eine etwas sichere Variante, die aber auch schon fehlgeschlagen ist. Ich muss einfach nur vorsichtig laufen. Hier komme ich nämlich manchmal nicht rein.
Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen so rein und dann einfach wupp und dann bin ich drinnen, ohne Probleme. So, nur das Rauskommen gestaltet sich dann meistens ein bisschen hakeliger. Da gibt es aber auch noch eine andere Methode, wie ich rauskommen kann. Komm, Wolfi. Mann, komme ich da immer perfekt? Yes. Yes. Ein Feuerregen, Alter. Okay. Lauf doch, Mann! Eieieiei. Gut, die macht nicht sonderlich viel Schaden, aber trotzdem. Bitte, Sumpfdrache, stirb sofort weg. Das würde mir so viel Zeit sparen, Mann. Nur ist immer, wenn ich gerade mitten in einem ernsten Run bin, funktioniert es irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, hier muss ich sowieso alles anklicken. Oh, what? Gaming? Ich habe gerade gesehen, du hast was geschrieben. Momentchen. Weißt du was? Ich verpasse ihm... Ich laufe erstmal so, verpasse ihm eine in die Phrasen. Kriegt da ein bisschen Damage, ne? Okay. Ach, das hat wieder nicht funktioniert. Es ist zum Heulen, Alter. Was mache ich denn da bitte falsch? Muss warten, bis der Feuerring weg ist. Let's go, mein Platt. Das kostet Zeit des Todes, ey. Burg. Oh, ein Follow, Momentchen. Oh, wer war das? A Roleplayer, danke. Ich brauche den hier. Vier, den Snapper. Danke, A Roleplayer. Jetzt krieg ich dich. Rede nicht mit mir. Ich habe immer Schiss, wenn ich runterspringe, dass er dann mit mir reden will. Ja. Ich hoffe, ich hab's aufgeladen, Sorgenus. So, jetzt kann ich lesen. Speedruns am Abend, besser geht's nicht. Bei mir ist auch alles fresh. Oh, das finde ich nice. Das ist eine schöne Sache. Könnte auf jeden Fall locker PB werden. Locker flockig. Ich bin jetzt noch nicht mal bei 40 Minuten und bin schon gleich in den Irdorathallen. Ich denke so bei ab Minute 40 könnte ich in den Hallen von Irdorath sein. Nein, sogar noch viel früher. Und eigentlich brauche ich für Irdorath 3 Minuten oder sowas. Also die PB könnte deutlich besser werden. Ey. 3-4 Minuten irgendwie. Irdorath. Wenn jetzt nichts schief geht. Habe ich das Auge Inos aufgeladen? Wenn nicht, dann habe ich jetzt wieder den größten Denkfehler der Welt begangen. Bitte, sag, dass ich es aufgeladen habe. Wenn nicht, bin ich der größte Idiot. So, wir brauchen einzig und alleine den hier. So, come on. Come on. Yes, Augenus ist wenigstens aufgeladen. 2 Hits reichen aus. Yes, boy. Nice. Mega. Perfekt. Okay, nein, Quatsch. Weg, weg. Das hier und Kloster. Ich hab schon gedacht, jetzt verkacke ich's, weil irgendwie, hat der eine nicht gewirkt gerade am Anfang. Gedacht, das wär's jetzt gewesen, ey. Sieht der Brigitte. Jetzt nicht vergessen, ich muss nochmal Untote vernichten kaufen, auf alle Fälle. Nein. Und verkaufen natürlich. Weg, weg. Warum zum Teufel habe ich hier 2 Armbrüste? Ach, das ist Dragomirs Teil. Na gut, was für eigentlich Anna, ist ja scheißegal. Hä, hey, hab ich die aufgehoben oder was? Nicht die ganzen Tränke raushauen. So, ja. I need 2 Feuerregen. 2 Feuerregen, Angst brauche ich, ein. Ach Gott, das ist immer so ein Gewurschtel hier, ey. Wo ist eine Eiswelle? Eiswelle brauche ich eine und die Tiere. Weg, 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 weg. Komm
alles her hier. So. Nein, und die zwei. Für Geldhammer reicht. Perfekt. Tschüss. Warte, wir kümmern uns jetzt schon mal drum, wo ich hin muss. Ich muss nämlich zum Großbauernhof. Wo ist der Kollege? Großbauernhof und dann Hafenstadt. Und ich brauche den Varan. Wo ist er? Da. Spaghetti finde ich ganz nice, Klaus, ja. Warum zum Teufel stehe ich hier? Sollte eigentlich da stehen. Sauwetter. Ja, Sauwetter, das stimmt. Ich bin bei 40 Minuten, Leute. Das könnte PB werden. Das ist locker PB eigentlich. Außer ich verkacke natürlich. Also das, die eine Stelle mit dem Snapper, ne? Vor unserem guten Freund, wie heißt der nochmal, der eine da mit der Klaue dort. Das hat mich locker 2 Minuten oder sowas gekostet, ey. Schneid in Corinnes. Okay. Das kann alles raus. Hier brauche ich gerade nur den Snapper und den Bark. Hier muss ich immer ziemlich weit links stehen, damit ich mit dem Snapper durchkomme. Sonst kommt er nicht durch. Wenn ich in der Mitte stehe, kommt der Snapper nämlich nicht mehr durch. So, verwandeln wir uns hier mal in so einen kleinen Wagi-Boy. Nice. Den hier. Nein. Doch den Transnapper. Das war's. Lieber auf Nummer sicher. Sonst würde ich jetzt springen, aber meistens verkackt man sogar den Sprung hier und fällt dann runter und ist man tot und das ist richtig scheiße. Alles klar. Was passiert hier schon wieder, Mann? Nein! Warum redet der jetzt schon wieder mit mir? Oh, Mann! Ja, ja, ja. Ich kenne das Plopper schon. Willst du mich verarschen, Junge, Alter? Leicht aggressiv macht es einen. So, hier brauche ich jetzt die Eiswelle. Wo haben wir sie? Ist die Eiswelle, Eiswelle und den hier. 5 Eiswelle, ja. Hä? Ah doch. Okay. Come on. Bitte, funktionier. Der letzte Hit wirkt nicht! Was? Zum Teufel! Okay, Dämoni. Let's go. Du bist dran. Warum wirkt der letzte nicht? Was soll der Scheiß? Komm, let's go, kill ihn. Please. Oh fuck. Moment, ich glaube, ich muss nochmal nachhelfen. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Wo ist der Eingang? Hier, okay. Geh da. So, jetzt muss ich mich hier nochmal schnell ausrüsten. Mit Feuerregen, mit Angst und mit nichts mehr. Feuerregen und Angst reicht.
Oh fuck, ich habe es vergessen. Es kann sein, dass der Suchende jetzt noch mit mir labert. Nice, okay. Perfekt. Du hängst nicht am Stein, Junge. Erzähl mir nicht so einen Quatsch jetzt hier. Oh fuck. Okay, Momentchen. Ist der Feuerregen? Wo ist der Feuerregen? Da. Pibi. Okay. Und der Mensch, 2 Minuten schneller. Das Tier und es ging 2 Minuten schneller, aber immer ein Pibi. Nice. Was genau aus dem Tempel von Irdoran? Nice. Du hast mit Innos Hilfe. Junge, was ist denn am Ende schon wieder passiert? Warum hat der letzte nicht getroffen? Ich verstehe es echt nicht. Aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich